Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 5 in den Albträumen verloren, der DLC, der vor allem auf Atmo zielt. Wir haben die letzten Parts sehr auf die Retro-Manier gespielt, aber jetzt sind wir hier wieder altbacken hier, like Resident Evil 5 in der Steuerung. Und es ist trotzdem unglaublich spannend und an meiner Seite ist natürlich die liebevolle Jill Valentine, verkörpert von Slayer from Beyond. Yay! Yeah. So, und wir machen weiter. Also, es war das letzte Mal echt unglaublich spannend mit diesen, Blobs, dessen Namen ich noch nicht akzeptiere. Das ist schon der nächste? Ich nenne sie lieber Wächter und der ist. Der hat aber eine größere Waffe wie sonst, oder? Ja, Haken, würde ich sagen. Ja. Meine wo ist denn jetzt, Alter? Alter, wo hat die Waffe her? Schon weg. Oh, da ist eine Kiste, aber die können wir jetzt noch nicht holen. Oh, er dreht sich zu dir. Das ist Glück für mich, dann kann ich ihn von hinten. Gut, er macht eine Folge, das heißt, ich komme wieder weg. Sehr schön. Nachladen. Im ungünstigsten Moment, ey, Chris! Wieso kommst du zu? Okay. Oh, das war's. Hast du ihn? Ah, du hast ihn. Gut. Puh. Nicht mehr gedacht. Okay, sehr gut. Was haben wir hier? Oh, ein halbes Emblem. Mhm. Auch ganz klassisch. Ja, man braucht nur die zweite Hälfte. Wer kennt das nicht? Oh, warum sieht man hier so den Himmel? Kommt gleich was angeflogen? Ich hoffe nicht. Ja, hier muss das Emblem wahrscheinlich rein, aber es fehlt noch die zweite Hälfte. Deswegen ignoriere ich das mal gekonnt. Hm, hier könnte ich runterspringen. Also, lass mal. Muss nicht, geh mal da lang. Da ist eine Kiste, fast. Ich lasse hier mal gekonnt Vortritt. Oh, mal gucken, was da ist. Oh, ich weiß ja, wie das Gebiet hier aussieht. Ja, jetzt sind wir im Kreis gelatscht, glaube ich. Ja. Bleibt nur noch die Mitte. Ja, anscheinend. Gucken wir mal. Da ist auch der Punkt, wo wir hätten runterspringen können. Ja, muss ich hier wieder Hilfe geben. Oh, okay. Um Hilfe. Ich guck gerade mal einen Kreis rum. Ne, da ist sonst nichts. Alles klar, dann hoch mit dir, Chill. Ah, eine Kiste. Und Action. Okay. Ja, vor mir steht ein neuer Blob. Ja, dann kommst du schnell wie möglich runter und ich versuche den Blob zu... Kommt der jetzt her? Verdammt, aber der wäre noch im Gang gewesen. Würde ich gerne nochmal hin, ja. Ah, okay. Boah, der ist ja schon da. Wo ist denn der Blob jetzt? Ich habe gedacht, der ist noch hier. Ne, er ist weg. Nicht gut. Kann der ich jetzt... Der ist hinter mir? Okay, ich versuche... Ich kann alle einsetzen, cool, aber das bringt uns jetzt auch nichts. Das sei denn, wir hauen schnell ab. Ich probier's mal. Öffnen. Ne, ich brauche dich, verdammt. Okay, ja, schon gut. Komm hoch, ich komm hoch. Okay, wenn du es ohne Blob schnell schaffst, dann... Ah ja, da bist du, okay. So. Man muss ja nicht alles töten, ist schon drin. Ja, achso, Sprint. Okay. Mhm. Cool. Dann, ja. Oh! Fliehen wird bestraft. Aha. Ah, und jetzt? Ich glaube, ich kommt der lustige Teil. Der lustige. Du bist lustig. Na, voll die Pampe hier. I'm fine, but I lost most of my gear. Same here. All right, try to find a way out of there, and I'll find a way to meet up with you. Copy that. Watch your back. Okay, wir sind getrennt. Schau mal bitte in dein Inventar. Ich habe in meinem Inventar nix. Gar nix. Jupp. Ich habe noch nicht mal eine normale Waffe jetzt? Jupp. Toll. Ah, mein Messer habe ich. Toll. Super. Ja. Das sieht vielversprechend aus hier. Mal gucken. Jetzt müssen wir uns erstmal am besten irgendwie finden. Ich sehe hier ein Symbol. Das kann ich anscheinend irgendwie drücken oder so. Mal gucken. Es sieht aus, als könnte etwas in dieses grüne... Was? In diesen grünen Block passen. Achso, okay. Da brauchen wir erst was. Ja, ja. Ich hab's kapiert. Ja, ist gut jetzt, Chris. Ich hab's kapiert. Der Abschnitt ist jetzt besonders lustig. Und da müssen wir jetzt auch gut zusammenarbeiten. Ich hoffe, das funktioniert. Na, klar. Ja. Solo ist das ein bisschen stressig. Oh, du, mit mir als Partner kann das auch nur stressig enden. Aber ich sehe dich, also wir sind gar nicht mehr so weit auseinander. Oh, Scheiße. Warte, ich versuch zu kommen. Zombies sind auch hier in der Nähe. Lauf doch, Jill, lauf. Okay, ich hab ihn.
Das ist sehr gut. Eieiei. Dann, warte mal, ich hab hier gerade. Da ist so ein Dicker! Versuch mitzukommen, ich. Ich hab meine blaue Kurbel gefunden. Das ist schön, aber ich hab da so einen Dicken gesehen. Ich hab nix! Alter, wie creepy ist das denn? Okay, ich geh woanders hin. Ich muss einfach woanders hin. Ach, du bist da. Hallo. Hi, ja. Hi. Jetzt müssen wir. Dieser Bereich leuchtet doch so ein bisschen rosa, tundig. Wir bräuchten einen blauen, weil wir eine blaue Kurbel haben. Dann könnten wir was machen. Das heißt, jetzt müssen wir erstmal suchen. Okay. So, gehen wir mal suchen. Am besten ohne mit dem Dicken in Kontakt zu treten. Jetzt haben wir ein Problem. Das Dumme ist, soll ich dir mal verraten, was hier abgeht? Wir brauchen die Dicken. Wie? Ja. Mit den Kurbeln können wir die Dicken nämlich in Fallen locken. Ich glaube, ich hab's. Komm mal zu mir. Der Dicke sieht mich gerade. Ich muss hier fliehen. Genau. Kommen wir wieder dahin, wo wir uns getroffen haben. Jo. Keine Ahnung, wo das war. Ich bin hier gerade ein bisschen unter Flucht, ich habe da was gesehen, einsetzen, Kurbel blau wurde eingesetzt, ich habe da eine Kuppel gerade reingesetzt. Bin ich gerade wieder weg, um dich zu suchen. Komm. Ich habe gerade da eine Kurbel eingesetzt, aber das ist ein Dicker. Weiß nicht. Kurbel blau? Ja. Sehr schön, dann Kurbel machen. Oh verdammt. Weg. Oh mein Gott. Die Platte, wo du gerade drauf warst. Ja. Die blaue Platte hebt sich, wenn man die blaue Kurbel dreht. Da müssen wir den Dicken drunter locken und dann die Kurbel loslassen. Okay, Moment, aber ich habe jetzt eine rote Platte gesehen. Wo ist die? Wow! Wow! Okay. Schaffe ich das? Oh Gott. Nein, das habe ich ausgerechnet. Jetzt ein Zombie. Hindert mich, zu dir zu kommen. Scheiße. Das ist fies. Naja, das schaffe ich nicht mehr. Ja. Das war echt fies. Ja, erkennst du die Schwierigkeit in diesem Abschnitt? Ja. Schön! An sich eine geile, spannende, creepy Idee, aber fies. Ja, ich hätte die Wirksache. Okay, also nochmal zusammenfassen. Wir sehen hier auf der Karte, sehen wir unterschiedliche Plattformen in unterschiedlichen Farben. Wir müssen Kurbeln finden, wir müssen die natürlich in die jeweiligen Farben einbringen. Und was ist jetzt mit den Dicken nochmal? Die Dicken müssen wir... Die Platten fahren hoch, wenn wir die Kurbel betätigen. Genau. Der Dicke muss drunter. Ja, dann lassen wir die Kurbel los und der Dicke wird matsch. Das ist, okay, das ist also die einzige Möglichkeit, um zu töten. Alles genau. Klar. Okay. Siehst du mich auf der Karte? Ja, aber weit weg. Oh nein, bist gar nicht du, ich hab einen Dicken auf der Karte. Guck mal da. So dick bin ich auch nicht. Ich hab mir einen Heilungsspray gefunden, aber es... Ah, du hast die blaue, okay. Ja, und den Dicken am allerwertesten. Mhm. Super. Lass mich vorbei. Ja. Okay, ich hab die blaue. Ah, da ist das blaue. Wo ist die Kurbel, wo man einsetzen muss? Das ist die Frage. Hier daneben, ich hab's drin. Bringt das was, wenn ich jetzt da drauf stehe? Also komme ich dann... Nein. Okay. Platte muss leer sein. Okay, alles klar. So, wer kurbelt? Du am besten, weil du bist gerade dort, nehme ich an. Ich bin gerade sonst wo. Ich gucke mich mal umgucken, ob ich das sonst was hier finde. Der Dicke ist drauf. Der Dicke ist drauf? Okay. Ja, jetzt kann ich. Oh, der Dicke ist bei mir! Diesmal könnte ich dich erwischen, wenn ich... Du musst den Dicken halt auch richtig ablenken, dass er nicht zum Kurbler geht. Alles klar. Geh mal zur Platte hin. Da bin ich. Ach, danke. Okay. Hey, das ist gut. Okay. Und jetzt? So, dann kurbel du mal. Hier, okay. Ja. Nee, das ist falsche. Wo ist das blaue Kurbel? Hier bei mir. Bitte. Der Dicke gerade rumschleppert. Ah, scheiße. Hinter dem Dicken, hier, wo ich stehe. Ich hab's ja, aber der Dicke ist gerade nicht drauf, ja. Alles klar, ich hab's, okay. Jemand muss ihn hinlocken, okay, ich verstehe. Kurbel, erst kurbeln. Jetzt schon? Ja, nee. Die Platte muss oben sein. Kurbel. Ja, aber der... Okay, wir müssen den Dicke erst mal weglocken. Okay, kannst du das machen? Nein. Scheiße. Gut, komm, geh erst mal weg. Erst mal weg. Versuch dann hinter dem Dicken an die Kurbel zu kommen. Sobald er mal weg ist.
Ja, komm zu mir, komm zu mir. Los, brav und ja. Ah, wo geht er jetzt hin? Okay, er geht weg. Ich kurbel. Er ist hinter mir, er ist hinter mir. Ach, ich kurbel jetzt. Gut. Siehst du, wie die Platte hochgeht? Ja. Sag, wenn sie oben ist. Nein, lass das. Lass das sein, du. Scheiße. Mir geht's gut. Alles gut. Mehr oder weniger. Das ist eben die Schwierigkeit hier. Ja, sehr schwierig. So. Okay. Hallo. Achso, du bist da. Sag er mich? Ich. Oh! Ich bin tot. Wow! Also das war jetzt ein bisschen instant, oder? Also, ja. Das hat er bisher nie gemacht. Ja. Okay. Also ja. Teamwork for the win. Okay, fassen wir nochmal zusammen. Scheiße. Wie machen wir das jetzt am besten? Also der Typ. Wir müssen das echt irgendwie hochkriegen. Da muss der Typ drunter. Also einer muss. Also einer muss ihn von der Platte weglocken, der andere kurbelt. Ja. Muss halt drunter gelockt werden. Also unser Problem war jetzt einfach eben, das war alles zu eng beieinander, ne? Ja, wir haben ihn nicht von der Platte weggekriegt. Okay, also wer spielt jetzt Lockvogel und wer dreht? Wer besser rankommt, situationsbedingt. Okay. Gucken wir erstmal, welche Kurbel wir jetzt erstmal kriegen und dann mal gucken. Hier erstmal den Mist auf, den eh keiner braucht, aber egal. Oh ja, gut, die Zombies sind ja relativ egal, die können wir abwehren. So. Und tschüss, Zombie. Jetzt bin ich halbwegs bei dir. Moment, hab ich hier die raus. Ja, da ist ja unser Freund, scheiß über. Wir haben noch gar keine Kurbel. Ja, ich glaube, ich bin jetzt gerade ein Lockvogel. Also, falls du eine Kurbel findest, lass es mich wissen. Ich versuche ihn jetzt einfach mal weit wegzubringen. Mal gucken, ob er mir folgt. Ja, er folgt mir. Okay. Folgt er mir immer noch? Ja. Jo. Ich bin jetzt gerade der Lockvogel. Jetzt der Lockvogel, okay. Er folgt mir. Schau ich nochmal. Irgendwie komme ich. So, ich glaube, ich habe wieder die. Ja, ich habe wieder die blaue gefunden. Okay, er hat mich. Ah, pass auf, er hat mich gerade verloren. Moment, ich versuche ihn gerade wieder anzulocken. Aber wenn du jetzt die blaue gefunden hast, dann sollte ich mich mit ihm in der Nähe der blauen Plattform natürlich aufhalten, ne? Ich bin schon da. Okay. Er hat mich. Okay, er verfolgt mich. Und ich sehe dich. Ich mache die Kurbel. Das sollte eigentlich klappen. Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist. Ich kann die Kurbel. Ja. Ah, hat mich verloren, oder? Hallo? Hier bin ich. Ja, er sieht mich, okay. Ah, jetzt ist gut. Das sieht gut aus, was du gerade machst. Okay, ich gehe jetzt drüber mit ihm und dann loslassen, sobald ich. Er ist. Du musst wieder raus. Ja, er ist drunter. Ja. Ich bin draußen. Jetzt er. Geil. Sag auf Wiedersehen. Ah, geil. Yay. Yeah. So jetzt, läuft das. Jetzt gehen wir seine Leiche looten. Ja, was hat er denn Feines? Was ist denn das? Ah, eine Scherbe. Okay. Nein! Ich wollte mich nicht heilen, obwohl. Hat mir nicht schlecht getan gerade. Ja. Scherbe? Kannst du den Rest denken, oder? Ja, wir brauchen noch mehr. Wahrscheinlich von jeder Farbe eins, ne? Jetzt bricht so ein neuer Oschi irgendwo durch und öffnet uns neue Wege. Okay. Hier, wo ich gerade bin, müssen die Scherben rein. Alles klar. Hier ist dann, glaube ich, auch unser Ausgang. Das heißt, wir brauchen noch. Ah, ein Kontrollpunkt, sehr gut. Wir brauchen noch zwei weitere Scherben. Sehr schön. Okay, also eine rote noch definitiv. Und ja, man sieht ja schon auf der Karte, da hinten ist einer. Ja, das hat ja eigentlich ganz gut geklappt. Ich glaube, ich würde die Lockvogelrolle nochmal spielen. Okay, jetzt heißt es halt nur noch die Kurbeln finden. Das ist mal gucken, wer sie findet. Die Aufgabe. Gehe währenddessen meinem Typi nach, ein bisschen. Mal gucken, ob ich da noch ein bisschen so Heilung oder so finde. Das ignoriert er ja eh. Hier ist zum Beispiel eine Kiste. Und da habe ich eine Kurbel, eine rote. Rote, sehr schön. Also in den dritten Bereich. Aha. Okay. Sehr schön. Ich habe die Kurbel schon drin. Alles klar. Hat er dich? Oder nee, ist nur ein Zombie. Ach, gut, ich habe schon gedacht. Gut, ich kurbel schon mal.
Schau, alles klar, jetzt muss ich den nur. Der hat mich noch nicht, Moment. Ich versuche jetzt erstmal, ich renne zu ihm hin. Und ich sehe auch die Kurbel, alles klar, okay, das müsste klappen. So, mein Freund, hallo, okay, er hat mich. Und jetzt komme ich zu dir, ich komme zu dir. So, lass uns den zweiten ausschalten, oh ja. Ja, so macht das Spaß. Wenn man erstmal die Taktik raus hat, macht das richtig Spaß. Hallo, nee, nee, nicht zu ihr, hallo, 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 hier, hallo. Oh. Wie fies. Du sollst zu mir kommen. Na jetzt. Geh weg, geh weg, geh weg. Er hat dich schon jetzt hier. Okay. Noch einmal. Okay, du kannst wieder zur Kurbel, er hat mich. Sehr schön. So, guck damit. Das war jetzt eben fies. Ja, so, wir versuchen es noch einmal. Momentan. Auf die Art, ihr glaubt nicht, dass ich darauf reinfall, oder? Ja. Jetzt, komm, komm, komm zu mir, komm zu mir. Wo ist er, wo ist er? Hammer? Ah, ja. Ah, geil. Ah, oh, schön. Hey, es klappt doch. Oh, dir geht's nicht gut. Aber ich hab leider nichts. Darf ich was von den höheren Stufen verraten? Ja. Da kann der Kerl das mit deinem Anker blocken und das Ding oben halten. Echt? Da muss man dann hingehen und einen Nahkampftreffer landen. Boah. Und dann schnell rausrennen. Geil. Ah, das ist eine geile Idee, also für diese Schwierigkeitsgrade, wenn sie so Ideen machen. Das ist ein richtiger Reiz, das dann zu probieren. Mir persönlich reicht der normale Schwierigkeitsgrad, also fragt besser nicht, Leute. Ich bin froh, wenn ich das überhaupt schaffe. Aber, ja, yo. Aber es macht trotzdem Fun. Glaube ich so. Dir, ja. Sollte man das geile Idee. Setzen, dass wir einen Kontrollpunkt haben? Ja, auf jeden Fall. So. Gut. Da war es nur noch eins. War es nur noch einer. Jetzt brauchen wir noch das Tundige, ne? Mhm. Schauen wir mal, wo das liegt. Und vielleicht würde ich noch ein bisschen Heilung. Ja, nicht schlecht. So, hier ist das Tundige. Hier sind ein paar Kisten. Mal gucken. Besten Ort suchen, wo wir noch nicht waren. Ja, ich guck gerade rechts rum. Mit jedem Tod bricht, glaube ich, ein neuer irgendwo durch und macht einen neuen Weg frei. Ah, okay. Schau ich mal. Das könnte theoretisch neu sein, wo ich gerade rumgekommen bin. Oh, komm, immer diese Zombies, ey. Die sind so sinnlos. Ganz ehrlich, ich hatte noch keinen einzigen. Super, ich habe schon den dritten in Folge. Oh, die lieben mich. Ja. Aber ich glaube, ich habe auch die dritte Kurbel. Und da, ja. Kurbel grün. Grün? Mhm. Oh, der grüne Bereich. Okay, klassisch mal wieder. Probieren wir es. Grün, 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 grün. Wo ist grün? Ich suche es auch gerade. Da ist nix. Hi. Wo ist grün? Ah, da hinten, glaube ich. Das müsste grün sein. Da wo ich gerade versuche hinzulaufen, da. Ja, da ist grün. So, wo ist unser Freund? Nee, Quatsch, hier geht's nicht nach grün, da müssen wir außen rum. Darum. Aber also. Hier ist die. Au, aber hier ist die Kurbel. Noch eine Kurbel? Nee, hier kann ich die Kurbel einsetzen für grün. Ah, die okay. Die ist getrennt jetzt hat. Oi. Eieiei, okay. Gut, ich lasse das Ding schon mal hoch. Ja, ich kann. Da ist ja echt wirklich Teamsprache dann gefragt. Wenn das so weit auseinander ist, weil wie will man das als NPC dann lösen? Ich sehe dich da hinten. Ha, da bist du, hallo. Ja. wo ist unser, unser Freund ist da hinten, okay. Oh nee, komm! Der vierte. Mit einer Running Gag, hä? Ja, irgendwie schon. So. Ich muss nochmal komplett außen rum, weil unser Freund da hinten ist. Solos ist gar nicht mal so schlimm, aber ja. Mhm. Am besten den NPCs kurbeln lassen, den dicken locken lassen, weil das hier andersrum klappt schwer. Okay. So, ich sehe unser Dicker. Also, du hältst einfach die Stellung und ich versuche ihn hierher zu locken. Dann müsste es ja eigentlich relativ gut klappen. Hallo, du bist genau in der falschen Richtung. Nein, nicht beim Purpur. Hallo. Ah, Mann, ist der schneller wie die anderen? Kommt mir fast so vor. Hallo? Ah, hi, schön, dass du mich gesehen hast. Komm, wir haben einen weiten Weg vor uns. Eine Runde spazieren gehen mit dem Opa. Ja, ein bisschen Gassi hier, ne? Kann ein bisschen dauern jetzt, tut ein mir leid. Auslauf auf dem Altenheim. Ja, ich darf ja auch nicht zu schnell machen, sonst verliert er mich. Denke ich mal. Wahrscheinlich noch halb blind das Vieh. Ja. Einfach normal gehen, dann klappt das schon. So, jetzt da. Nein, nein, er hat mich schon verloren, obwohl ich noch. Hallo, hallo, hier. Ja. Ja, ja, okay. Boah, Dauerkurbel geht auf den Daumen. Sorry. Aber. Hallo, hier bin ich. Ah?
Ja, er hat mich immer noch. Sehr schön. Wir kommen langsam der Sache. Oh, wie soll ich denn da? Ah, scheiße, da muss ich in die kleine Nische rein, oder? Am besten. Ja. Ja, okay. Sag, wenn du drin Hallo. Bist und dann. Er hat mich schon wieder verloren. Hallo! Er rennt zurück! Hallo! Hinter dir! Ey! Das gibt's ja wohl. Was macht der? Der hat ne, ich glaube, der hat eine Wand aufgebrochen. Kann das sein? Ah, er kommt runter. Okay, alles klar. Kommst. Hä? Wo ist denn der jetzt? Der ist irgendwie. Der ist irgendwie, glaube ich, eine Etage höher oder tiefer. Ja, das soll runterkommen. Hallo, hier unten. Soll ich dich anschießen? Oder? Nee, kann ich ja gar nicht. Supi, wir brauchen den. Hallo? Was soll denn der Mist? Du bist auf dem lilanen Dreck. Das bringt dir nix. Oh, komm. Ich glaube, der hat einen Braten gerochen. Ja, anscheinend. Wir haben hier den Vorteil zu skypen, aber stell dir das mal ohne Headset-Kommunikation vor. Ja, grausam. Will ich gar nicht wissen. Nee, das will ich jetzt hier in dem Part noch hier schaffen, ey. Komm, jetzt komm, du Blödmann. Jetzt ist er wieder ganz da hinten. Oh. Wenn er das noch einmal macht, der ist sauer. Ach, sehr schön. Ich merke, ich muss gar nicht mehr kurbeln. Wenn das Ding einmal oben ist, kann ich gut. So lassen. So halten. So, siehst du mich? Ja, er sieht mich. Wunderbar. Dann komm bitte mit. Diesmal ohne Unterbrechung, bitte. Mann, oh Mann, ist der lustig. Hallo, hier. Kommst du? Hey, ich schick den Typ noch zu viel, Mann, ganz ehrlich. Gott, ey, ich stell mir das gerade vor, eine Brille, einfach so ein Geruch fürs Auge am Rücken. Hat mich schon wieder verloren. Hallo, hier. Hey. Ja. Ich hab eine Idee für den Partner. Der blinde Blob. Ja, absolut. Ja. Der hat mich schon wieder verloren, das gibt's doch nicht. Hallo. Ich glaube, der weiß, was wir vorhaben. Ich glaub's auch. So, er hat mich wieder. Mal gucken, wie lange es diesmal hält. Muss man echt unglaublich in einem Schleichtempo arbeiten, sonst. Der ist zimperlicher als die anderen, auf alle Fälle. So, noch einmal das Ganze und bitte spring diesmal nicht wieder da hoch. Ich hoffe, der erwischt dich jetzt nicht mit deiner Waffe, weil da komme ich auf keinen Fall rechtzeitig hin. Ja, ich habe jetzt echt Angst. Also ich gehe in die kleine Nische und ich hoffe, das klappt. So, ich bin da. Achtung. Und ich bin in der Nische. Und jetzt du, jetzt. Nein, komm her. Hey, hallo. Ja, okay, er sieht mich wieder. Das gibt's ja wohl nicht. Lass ihn. Hallo. Ich glaube, du musst wirklich in einem Steckentempo mit ihm da drunter gehen und dann wegrennen. Okay. So, ganz langsam. Ich bin immer noch bei dir, keine Angst. Komm, da ist nichts Böses. Ich bin immer noch unter dem Grünen. Jetzt! Ja. Das war's. Wow. Episch. Eine Schlangenscherbe. Die letzte. Oh Mann. Jetzt können wir die Kloake auch hinter uns lassen. Glaube ich zumindest. Ich glaub's auch. Aber im Grunde eine geile Idee. Also so komplett ohne Waffen einfach mal so eine Szene. Mhm. Cool gemacht. Jetzt hatte ich auch mal einen Zombie. Nee, der tötet Zombie. Dich. So. Weg damit. Wenn der jetzt den Tod verursacht hätte, ich hätte geschrien. So, rein damit. Der gehört dir. Okay. Sesam, öffne dich. Super Sache. Die Leiter in die Freiheit. Okay, ab mit uns. Alter Schwede. Aber ich mag den Abschnitt. Auch wenn er ein bisschen tricky ist, er ist cool. Ja, absolut. Hat mir auch unglaublich Spaß gemacht. Und wir haben den Part voll bekommen. Echt überraschend, wie lang diese DLCs gehen. Hätte ich gar nicht gedacht. Du musst doch bedenken, das Lesen im Haus hat gestreckt. Ohne Stimmt. Das geht es doch ein bisschen fixer. Das war ja fast ein ganzer Part für sich, also das ganze Lesen. Ja gut, ich würde mal sagen, eventuell Finalpart dann das nächste Mal, ne? Ja, ciao. Bis dann, tschüss.